Mit dem Frühling kehren nicht nur Wärme und Vögel zurück, sondern auch jede Menge Zecken. Die Blutsauger klammern sich gern an unsere Haustiere, wenn diese durchs hohe Gras streifen. Aber auch für Menschen bergen sie Gefahren, wie etwa eine Hirnhautentzündung. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind deutschlandweit nun 6 neue Risikogebiete für die Frühsommer-Meningoenzephalitis hinzugekommen. In Brandenburg wurden erstmalig 3 Kreise, Oberspreewald-Lausitz, Oder-Spree und Spree-Neiße, als Risikogebiete eingestuft. In Nordrhein-Westfalen ist der Stadtkreis Solingen betroffen. In Sachsen kommen 2 Kreise hinzu, Chemnitz und Görlitz. Damit ist die Zahl der Kreise, die als FSME-Risikogebiete zählen, auf 175 gestiegen. In Deutschland besteht laut RKI ein Risiko für eine FSME-Infektion vor allem in Bayern und Baden-Württemberg, in Südhessen, im südöstlichen Thüringen und in Sachsen. 2021 wurden insgesamt 390 FSME-Erkrankungen übermittelt, wie das RKI auf seiner Homepage schreibt.